So. Ah, willkommen. Es war erstes Mal, ne? Premiere. Indie-Stunde. Werden wir jetzt jeden Freitag machen. Was wir hier dann machen, ist eigentlich ganz einfach. Wir machen eine Stunde lang jeweils 15 Minuten ein Indie-Game. Wie die ausgesucht werden, ist ganz einfach. Wir gehen auf Steam, in den Bereich neue, populäre Releases und wählen da den Bereich Indie aus. Wenn ihr jetzt reingeht und denkt, oh, Moment, ganz kurz, das kann gar nicht sein, weil nämlich da andere Sachen sind. Ich muss ja auch Spaß dran haben und deswegen habe ich erstmal reingeschaut. Was wir diesmal machen werden, was ich mir ausgesucht habe, ist einmal Day of Infamy, ein Shooter basierend auf Insurgency, ist also ein Mod. Da werde ich Singleplayer spielen, nicht Multiplayer. Weil nachher geht die Multiplayer-Session 10 Stunden, da bringt es auch nichts. Das zweite ist The Whale Road, wo ich noch nicht so genau weiß, was es ist. Ich habe mir es angeschaut, aber noch nicht, also es ist ein RPG. Dann Book of Demons und als letztes We Happy Few. Das ist so ein bisschen im Stil von 1984, Start, kontrolliert alles, kontrolliert die Gedanken, aber eben Comic-esque. Viele meiner Freunde, auch Journalisten, haben das als in ihrer Wunschliste. Ich auch. Ich wollte es schon immer spielen. Jetzt ist es endlich raus im Early Access. Und ja, fangen wir einfach mal an. Schauen wir mal rein. Wir fangen an mit Day of Infamy. Ich versuche es auf jeden Fall auf 15 Minuten zu halten. Kann mal drüber hinweggehen. Falls ihr nachher denkt, Moment mal ganz kurz, wie kriege ich jetzt die Spiele? Ich werde das sowohl auf dem YouTube-Channel ins Informationsfeld natürlich alles reinmachen. Die direkten Links ins App Store und ich werde es auch auf der Facebook-Seite posten. Also fangen wir mal an mit Day of Infamy. So, wie ich schon gesagt habe, wir machen nichts. Ein Multiplayer oder Cooperative Combat habe ich jetzt auch gerade niemanden online. Let's go. Wehrmacht, Commonwealth. Machen wir mit. Sehr geil, es geht erstmal darum, wie das Spiel so ist. US Army, Difficulty Grand, okay. Mal schauen. Es scheint ein normaler Spieler zu sein. Schauen wir mal. Also, WASD, Maus. Hoffentlich ist die Sensitivity richtig. Mal schauen. Aha, wir kriegen auch Reinforcements, Syrien. Okay, es ist kein Call of Duty. Vielleicht Call of Duty vor ein paar Jahren. Ich muss noch was trinken, tut mir leid. So, Legions. Sniper, Officer, ja. Garand. So, das ist in Ordnung. Carbine, das ist in Ordnung. Da kann man noch was machen. Smoke. Eine Granate. Ja, alles klar. Alright, boys. Enemies dug in pretty good, but that don't matter, does it? We're gonna get in there. Kill them dead. Wie man sieht, ne? Das ist das Schwere auch an Insurgency. Du hast keinen. Kein Fadenkreuz. Ist jetzt übrigens in 4K, ich habe es jetzt bloß runtergerendert. Wow. Okay. Realistisch. Ich weiß nicht, ob ich das 15 Minuten spielen will. Das ist ein bisschen krass. Ich weiß vielleicht, ihr seid, Alter, geil. Aber ich spiele normalerweise Counter-Strike oder Call of Duty. Und da ist es ein bisschen was anderes hier. Ja.
Boah, ist das schwer, ey. Sehe ich jetzt schon. Holy crap. Kann ich dem helfen? Irgendwie nicht. Holy crap. Ich meine, das grafisch ist es nicht so geil, ne? Obwohl ich alles auf Ultra hab. Lass uns gucken, wie das aussieht. Übereinnehmen. Brent Pronus Set. Okay. Okay, alles klar. Und da mal verschanzen. Ich sehe nichts hier. Mein Sound hier ist schon ganz geil. Relativ realistisch. What? Ich hab gar keine Ahnung, was passiert ist. Okay, ich probier mal. Okay, alles klar. So, das bringt ja gar nichts hier. Was haben wir hier? Okay, besser. Vielleicht ein bisschen besser, wenn ich was in der Stadt hab. Jetzt geht's auch wieder ein bisschen schneller. Bin hier gleich raus. Officer Engineer Assault. Ich glaube, ich mache Sniper. Okay. Das ist irgendwie grafisch nicht so geil. Ich weiß, es ist ein Indie-Game und so. I'm up! I'm okay! I'm okay over here! I'm up! Good! Will ich mir erstmal einen höheren Punkt suchen? Folgen mir oder was? Schön blöd. Bin ich hier raus? Außerdem ist die Sensitivity schon ein bisschen weird. In der scheiß Waypoint. Ja.
Bundeswehrzeiten hier. Was war das? Was? Bitte ja helfen, ich muss erstmal die Treppe hochkommen. Was? 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 Letzter Versuch, ganz ehrlich. Was für eine... Weil ich jetzt weiß, wo sie sind. Bringt mir wahrscheinlich trotzdem nichts. Ja, locker, Junge. Mann, nicht. Okay, alles klar. Okay. That's it. Ich bin definitiv zu schlecht für dieses Game. Das war ja so gar nicht. Holy sh. Puh. Das war nichts. Gar nichts. So, jetzt machen wir The Great Whale Road. Hoffen wir mal, dass es da ein bisschen besser läuft. Holy. Okay. Ihr könnt gerne kommentieren, weil ich bin totaler Noob. Ich verstehe das ja alles und so. Aber das war so gar nicht. Okay, alles klar. Nächstes Game. Welcome to the North Sea, yo. Die Dänen. Okay, es ist da noch Alpha. Der Early Access, deswegen ist es. The treacherous Saxons ambushed your warriors. The whole village is in mourning. Warning. Okay, das hört sich ja nicht so gut an. Der Comic-esk. Erinnert mich ein bisschen an Banner Saga. Doch kein RPG, hm? Na, wunderbar. Oh, winter is coming. Has arrived sogar. Ich sehe bei Game of Thrones sind. Spoiler, alle sterben. Wie immer. Wenn ich dieses Dorf führe, sterben sowieso alle. Gut.
Hä, passiert doch mal was? Okay. Warband. Warband. Okay. Journal. Best journey. And leave, you need to make a... Mhm, das ist ganz schön kompliziert, ne? Nehmen wir mal ein paar Homies. Dort schon, ne? Aber hier passiert irgendwie nicht viel. Ich frage mich, ob jetzt wirklich RPG auch irgendwann mal kommt. Oh, es kommt wohl zum Kampf. Sehr schön. Okay. Bis jetzt passiert ja nicht wirklich viel. Dunkirk, das klingt so ein bisschen wie Dünkirchen. Battle Event. Sehr schön. Okay. Ich kann ihn nicht rauszoomen, das nervt mich. Okay. Alles klar. Okay. And turn. Ah, gut. Mal sehen. Kann ich hier rauszoomen? Ja, jetzt kann ich rauszoomen. Ha! Wahrscheinlich gehe ich jetzt voll auf die Fresse. Aber ich kann nicht weiter. Return, okay. Be played until 5. Ja, kann ich den jetzt angreifen?
Auf die Fresse. Was, ne? So. Junge, so richtig gut bist du nicht, wa? Okay, das mach ich gleich. So. So. Ist der Leader schon? Three Hit Points, wieso Gott? Nein, da muss ja weniger haben jetzt. So, immer noch my turn. Ah, fünfter Turn, ne? Okay. Es ist... Hallo? Alter, ja. Auf die Fresse, Mann! Yep, got him. Your enemies lie on the ground bleeding and hopeless. God. That was some weird shit. So. Das hier, okay. Right. Da will ich nehmen. Puh. Sklaven also. Crazy. Ich gleich noch ein bisschen Stress machen kann. Ein Kampf oder sowas. Yay! Ist ziemlich langweilig, das Spiel.
Ich hab Geschmackssache. Season goes by quickly. Oh no, it's teeth again. Ist wirklich ein bisschen wie Banner Saga. Eigentlich ist Banner Saga ein bisschen geiler. Muss ich ehrlich sagen. Ich irgendwie hab ich das Gefühl. So. Alter, Moral geht voll hoch. Was gebracht oder was? Winter is arrived mal wieder. Na, das gleiche auch oder was? Okay, wo noch ein Battle? Machen wir nochmal schnell? Oder dann machen wir jetzt das nächste Spiel auch schon wieder? Yes, yes. Allein oder was? Irgendwie komisch. Ja. Wieso bin ich jetzt alleine? Stehe nicht. Nee, ist okay. Ich habe schon jetzt voll die Fresse und keiner weiß warum. Eben konnte ich nur noch andere meinen. Ja. Hm. Deine Mutter. Leading. Sehr nice. Ja, nur bis Platz. Bis Dings gespielt werden. Lost Hitpoints, Mann. Ich überlebe doch gar nicht bis links. Zug 5. Ach, da kommt der nächste, oder was? That's it. It's over. Ja. You lose. Ja, bla bla bla. Whatever. Soweit dazu. Nein, ich will nicht. Ah, da oben. Good game. Yes. Good game. War nicht so meins. Kann ich sagen. Naja, keine Ahnung. Let's do the next one. Book of Dima. Klingt ja wesentlich interessant. Ach ja, das ist das Beste dran. Das Spiel geht nicht in 1000, nicht in 4K. Ach, sehr toll. So.
Das muss man immer neu einrichten. Los geht's. Das ist eine Alpha, also ganz, ganz neu. Wahrscheinlich wird es auch irgendwann. The Book of Demons. A truly grim story in our collection. Not for the faint of heart. A wandering hero returns home. Only to find everything different than remembered. A horrendous evil rose from the depths of hell, devoured the brave and poisoned the living with despair. For in the depths of a place once holy, a dark ritual is concluded. Ah, the ultimate evil has awoken. Adventure. Darkness. Horrors. All of these await below. Good luck. Dankeschön. Können wir denn anfangen? Schauen wir mal. Mir egal. Warrior ist immer gut. Ist auch sowieso noch Alpha. Auch mit Trading Cards, oder wie? Okay. Is that really you? Ja, ja. Is that really you? Your arrival brings hope to my old heart. There's no better way to forge one's skill than by traveling. I should know. But I beg you not to leave. We need you here. Dark things lurk in the depths beneath the old cathedral. Dann wollen wir doch mal los. Ein bisschen Diablo für Arme, oder wie? Es ist voll Diablo. Links, rechts. Der ganze Kram ist natürlich ein ganz anderer Stil, aber. Ja, okay. Ist klar, Junge. Ah. Ein Paper Diablo. I am the sword that splits darkness. Nicht so. Ah, okay. Das ist wirklich voll wie Diablo. Schon viel. Easy shit. So viel Diablo gespielt in seiner
La la. I can see that the sanctity of this place has been fouled. Ja, das ist auch nicht so schwer zu erkennen. Oder? Ja. War ganz witzig gemacht, ist es schon, ne? Kann ich sagen. Okay. Was war das jetzt? Crazy Eve. Holy crap. Weird. Was hast du? Also sei doof, wieso? Ah, ja, das ist so wie... So, hier oben erst... Back to the... Wird immer größer, oder? Klar, der Sage-Typ. Finally, a challenge and a chance to use my knowledge. Few living souls venture into the depths. Ja, mach. Was? Ich hab nicht. Sieh den schon. Greetings, traveler. People call me the fortune. Magical car. I've been busy too while you were away. Noch was? Mensch, Karl, hab ich das schon. Naja, ist so ein bisschen wie Diablo auf jeden Fall. Fand ich jetzt ganz lustig. Werde ich wahrscheinlich nochmal spielen. So, jetzt sind wir natürlich noch bei We Happy Few.
habe ich mich die ganze Zeit schon drauf gefreut. Mal sehen, wie es wird. Gameplay einfach. Letztes Spiel für heute. Ist das mit Controller-Spiel oder mit Maus? Alpha-Version, ja klar. Ungefähr 50% fertig. Stories der Charaktere noch nicht da. Okay, also nur ein Intro im Endeffekt. Weil es halt noch eine Alpha ist. So, New Game. Was das bedeutet. Ja, ja. Müssen wir erstmal wieder kleiner machen, weil jetzt ist es natürlich ein 4K. Soweit. Ach. Ist, glaube ich, besser. Weil das Problem ist, dass das andere Spiel nicht in 4K läuft und ich habe hier einen 4K-Monitor. Deswegen sieht das ein bisschen komisch aus. Oh, heavens no! Ah, der. Nach gerade Zensur. Witzig. When life annoys, top up your joy. Should take my joy, ist auch super. Also einfach eine Droge. Percy! Percy! Das ist geil. Redactor. Klar, to redact heißt kürzen, ne? Also klassisch Zensur. What have you been up to? No one's seen you for hours. Oh, nose to the grindstone, you know. Then why haven't I heard a single whoosh through the door since 10 o'clock? Did you forget we're having Deirdre's birthday party? Oh. We've got a pinata. Right. Brilliant. Of course. Have you forgotten your joy? Of course not. Snug as a mug on a drug. Well, come on then, finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish. Aha! The power cell's empty. Well, what will you do? I'll get a new one. I do hope you're planning on finishing by Victory Day.
six at night and six in the morning. We're brothers. I'll always look after you. You know that. Now that I recall, you were a rubbish goalkeeper at school too, weren't you? How does she know? Well, I expect you in the conference room presently. Don't dawdle. You don't want to miss the piñata. Wasn't Prudence supposed to be coming back today? I made her a welcome back card. Ich akzeptiere das einfach mal. Do you think the canister wonders what life's like outside the tube? Of course he'd have to break the tube to get out. That would break it for everybody. Proof ist einfach alles, muss ja bloß irgendwas ändern. Whatever happened to you, Prudence? Okay, this. You're not coming back, are you, Prue? But where did you go? Who knows? I did take them. No, leave me alone. I took my joy. No, leave me alone. No. Oh, hi, Arthur. We seem to be a bit behind in our work now that you mention it. I've traditionally been out of sea for long stretches at a time. There you are. You nearly missed the piñata. It's the most adorable Spanish custom. Uncle Jack did a whole show about it. You smash it until all the candy comes out. Come on, hit it. Hit it. Hit it. Give it a whack. Hit it. Ah, ich habe mein Joy nicht genommen, deswegen sehe ich die Welt nicht. You are off your joy. Take one of mine. Oh my lord. He's a downer. Call security. We've got a downer. What? Oh oh, jetzt geht's also los. Probably a bad time to ask for that raise. Crazy. Downer,
Holy crap. Auf einmal wurde es, es war so, und dann auf einmal, oh Mann, crazy. Ja, ist auch, it might be raining, but it's sunny inside. Das kam auf jeden Fall von einer Minute auf die nächste, war super krass. Ich weiß, ein paar Minuten machen. War eigentlich die Stunde recht zu Ende, aber ist auch geil, wie schlecht das optimiert ist. Ich weiß, Alpha, aber ich meine, SSD und der lädt so lange. Müssen wir. What's your happy face? Good Christ. I can't believe I'm still alive. More or less. Ow. Feels like I lost an argument with a train. What's going on in the village of Hamlet? I can't go back. Well, I've got to get out of here. Of course, and wandering hither and thither, and marketing, and talking about the weather, and smiling and laughing, of course. I insist on it. But at three, I hope you'll all take a quick break for our daily recreational activity. Today we'll once again all gather around the telly for a rousing round of Simon Says. Darf mich nehmen. Okay, das ist mein Stash, okay? Blimey, it's Mrs. Stokes. Die ist auf jeden Fall empty. Auch ganz geil. Ich meine, sie ist tot, ne? Okay, was war das? I seem to have done a lovely job of breaking this door. I suppose I won't be getting out that way. Crafting. Achso, nicht so. Und, Basic Lockpad. Gut. Dann kann ich das jetzt da aufmachen. Wo war denn das jetzt? Ach, hier, genau. Lock. Oh, gut. Sieht furchtbar aus. Whatever. Ich glaube nicht, dass irgendwas hier draußen ist. Das ist wirklich ein Safe House. So geil. Oh, nice. Grafisch viel besser, als ich gedacht hätte. Fog come from? That's the answer to everything I've been. Map? Ja. Also ich muss Süden. Ja. So, nicht rechts. Jetzt sowieso hingefangen. Dann können wir aufhören. Now see here, young man. I pay tax. I've got friends coming over for tea. I mustn't be late. Ah, but that was in another country. Why'd you take the vanilla? You know it doesn't work for you. How could you forget that?
Spare us some V-meat, would you? I'm eating for two, you know. Now, see here, young man. I pay taxes and I demand you let me through. Spare us some V-meat, would you? I'm eating for two, you know. Now, see here, young man. I pay taxes and I demand you let me through. Hello. Welcome to today's edition of Humor Hour, the show where you tell me jokes. Well, actually, I've got friends coming over for tea. I mustn't be late. And the first joke comes from Mr. Prentice Gibson of Claverton Town. Mr. Gibson says, What do you call three downers at the bottom of the sea? Not enough downers. Very good. We're starting off very strong today, aren't we? This is one from Bryony Pippin of Collier's Lane. What's the difference between a downer and a trampoline? You take off your shoes before you jump on a trampoline. How true! How very true! You don't want to damage a perfectly good trampoline, do you? Very good indeed. Biggie, du bist echt ganz schön anstrengend. Laber nicht. Wieder die Schlampe. Spare us some V-meat, would you? An anvil? Well, you can't very well throw an anvil, can you? What about a grenade? No. Who has grenades these days? Answer, another downer! I told you it was good. That's wonderful. It's very good. You see, they both drowned. And here's another one. How do you save a drowning downer? Answer, who cares? Bei Detektor. Tagesverkehr. Very funny indeed. And here's one from. Not that one, no, this one here. From Clive Pritchard of Sladebrook Road. Mr. Pritchard. I don't believe we've had the pleasure. Écrit. Komme ich auch nicht wieder hoch. War ganz geil aussehen, tut's. I don't believe we've had the pleasure. Now see here, young man. I pay taxes and I demand. Demand. What? Mich voll gelabert, oder? I don't have mercy. Das was bringt wahrscheinlich. Is this what we've come to? Power cell, empty. Na super. Ich probier's mal. Da ist kein Shooter. Eine Pause. Why do we bury downers 20 feet underground? Answer, because deep down they're really nice people. Na gut, ich hätte jetzt schon mal eine
Ich hätte jetzt ja schon eine Pause, aber ich lese es einmal durch in Ruhe. Ich habe es jetzt ein bisschen zu lang. Nächstes Mal werde ich auf jeden Fall, wäre es ganz gut, wir machen auf Facebook eine Umfrage, was ihr gern sehen würdet bei den neuen Sachen. Und dann ist es einfacher, wenn ihr einfach mal Bescheid sagt. Okay. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Am Wochenende kommt wahrscheinlich noch ein bisschen anderer Content. Wir machen es jetzt jeden Freitag, diese Indie-Stunde. Erste Mal natürlich ein paar technische Fehler, aber hat ja geklappt am Ende. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.